Die Fridays for Future-Bewegung zeigt uns ja ganz deutlich, dass junge Menschen politisch sind, dass sie sich engagieren wollen, dass sie sich einbringen wollen. Unsere Aufgabe als Politik ist es, das zu hören und umzusetzen. Meiner Meinung nach brauchen wir deswegen gerade auf Landkreisebene ein Jugendparlament, das mit einem eigenen Budget Entscheidungen selbstständig treffen kann, um so eben demokratische Prozesse zu lernen und eben mitzusprechen, mitzuhandeln, Demokratie zu leben.